Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich möchte euch heute 5 tolle Thriller vorstellen, die ich unheimlich gerne gelesen habe. Und wenn es euch interessiert, dann bleibt am besten jetzt dran. Ich habe es ja schon häufiger gesagt, ich habe irgendwie den Eindruck, dass das Genre nicht so mega gerne gelesen wird wie andere. Zumindest in der Bubble, in der ich unterwegs bin. Also auf Bookstagram und Booktube habe ich den Eindruck, ist das irgendwie nicht so krass beliebt. Und ich habe auch das Gefühl, meine Videos zu dem Thema werden nie so gut oder so häufig angesehen wie andere. Aber trotzdem stelle ich sie euch gerne vor, weil ich sie unheimlich gerne lese. Ich mache es zwar viel zu selten, also tatsächlich würde ich sagen, dass es vom Gefühl her fast mein Lieblingsgenre ist, aber ich stelle es euch trotzdem seltener vor, weil ich ja sehr viele Bücher als Hörbuch höre und ich meistens New Adult Romance als Hörbuch höre und deswegen sind es halt so viele, die ich immer lese, also lese. Ich würde euch aber eigentlich total gerne häufiger Thriller zeigen, eben weil ich es so vielfältig finde und das ist ja eben auch der Unterschied zu so einem Romance-Roman. Man weiß überhaupt gar nicht, wie es ausgeht, in welche Richtung das geht und dadurch empfinde ich es halt irgendwie nochmal als bunter und ich habe mir jetzt halt 5 Bücher ausgesucht, die ich unheimlich gut fand. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr. Ihr könnt mir ja mal euren Favoriten in die Kommentare schreiben. Vielleicht schaue ich mir die Bücher dann mal an, denn wie gesagt, ich bin gerade so ein bisschen auf der Suche nach sehr guten Psycho-Thrillern und wenn ihr da einen Tipp habt, bin ich auf jeden Fall dankbar. Wir fangen an mit einem sehr bekannten Autor und zwar Der Insasse. Das ist tatsächlich einer meiner liebsten Bücher von Sebastian Fitzek. Ich habe ja, also ich glaube, mir fehlen halt, wie gesagt, noch 4 oder so von ihm oder 5, aber sonst habe ich ja alle gelesen. Also ich fand es erstmal richtig, richtig spannend und richtig gut. Ich habe danach leider einen Film gesehen, der mich sehr an dieses Buch erinnert hat. Und das fand ich ein bisschen schade, weil dieser Film halt vor dem Buch entstanden ist. Und dann hat es halt irgendwie immer so ein bisschen den Nachbeigeschmack, dass man sich so denkt, oh krass, so kreativ war es also doch nicht. Aber ich will Fitzek da jetzt auch gar nichts unterstellen, weil ich weiß, dass der Mann eine geniale Fantasie hat. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er, also ich schätze, es ist einfach Zufall gewesen, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Und ich habe es ja trotzdem sehr gerne gelesen. Ich lese euch einfach mal den Klappentext vor, weil ich sehr doll Angst habe, sonst zu spoilern. Vor einem Jahr verschwand der kleine Max Berghoff. Nur der Täter weiß, was mit ihm geschah. Doch der sitzt im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie und schweigt. Max Vater bleibt nur ein Weg, um endlich Gewissheit zu haben. Er muss selbst zum Insassen werden. Dieses Buch hat sehr viele Plot-Twists, wie man es eigentlich so von Fitzi kennt. Und genau das liebe ich, weil man einfach immer an der Nase entlang geführt wird und überhaupt gar nicht weiß, worauf es hinausgeht. Ich habe es auch irgendwann mal meiner Mama ausgeliehen und die fand es auch richtig gut. Und ich habe hier vorne sogar eine Autogrammkarte drin. Denn Carrie, also eine Freundin von mir, war auf einer Lesung von ihm und hat mir dann diese Autogrammkarte besorgt. Das ist richtig lieb von ihr gewesen. Dann machen wir weiter mit Arno Strobel. Und zwar ist das hier mein liebstes Buch von Arno Strobel, Der Sarg. Ich finde das voll schade, weil dieses Buch eigentlich viel zu unbekannt ist dafür, wie genial es ist. Auch da habe ich überhaupt gar nicht mit der Auflösung gerechnet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand darauf kommt, was, was das Ende quasi ist. Also wie das Ganze ausgeht. Wir begleiten eine Frau in dem Buch, also die Protagonistin wird jede Nacht wach und sie liegt in einem Sarg. Und immer wenn sie am nächsten Tag wach wird, hat sie am ganzen Tag körperblaue Flecken und so. Also sie scheint das Ganze halt nicht geträumt zu haben, sondern liegt wirklich jede Nacht in diesem Sarg. Und wenn sie halt wach wird am nächsten Tag, ist sie halt wieder zu Hause. Und zeitgleich, das Ganze ist ja natürlich schon mega gruselig, aber zeitgleich passiert etwas noch Schrecklicheres. Und zwar findet man Leichen, also Menschen, die halt auch eben in einem Sarg liegen und dort erstickt sind. Und das macht natürlich total Angst. Und ja, ich habe dieses Buch 2014, glaube ich, gelesen. Ich kann mich nicht mehr an jedes Detail erinnern. Ich weiß aber noch die Auflösung. Das ist eigentlich das Einzige, was ich noch weiß. Irgendwann würde ich es halt voll gerne nochmal lesen. Ich wünschte, dass das Buch auch verfilmt wird. Ich glaube, ich muss mal ein Video drehen mit Büchern, die ich gerne verfilmt sehen würde. Aber ja, auf jeden Fall ein unfassbar gutes Buch. Müsst ihr unbedingt lesen, wenn ihr das Genre gerne mögt. Dann würde ich sagen, das ist jetzt auch ein Buch, mit dem man relativ gut anfangen kann, weil ich es nicht so brutal empfunden habe, aber trotzdem sehr fesselnd. Also vielleicht nicht so spannend wie andere Bücher, aber fesselnd. Und ich habe ja schon mal darüber gesprochen, so Unterschied fesselnd und spannend ist ja auf jeden Fall gegeben. Fesselnd heißt ja einfach vielleicht, dass die Psychologie dahinter spannend ist, dass halt immer wieder was Neues passiert, aber man gruselt sich nicht so sehr. Und das war bei Liebes Kind der Fall von Romy Hausmann. Ich glaube, das war sogar ihr Debüt, oder? Bin mir gar nicht sicher. War das nicht ihr erstes Buch sogar?
Ja, es ist ihr Thriller-Debüt und die Filmrechte sind sogar bereits verkauft, steht hier hinten drin. Ich fand es auch sehr, sehr, sehr gut. Also es geht halt um eine Frau, die entführt wurde. Sie hat sogar zwei Kinder geboren von ihrem Entführer. Und der Entführer, der versorgt sie halt mit Mahlzeiten, bla bla bla. Also das Ding ist, hier hinten steht relativ wenig drauf und ich will euch dann auch möglichst wenig erzählen, um euch halt nicht zu spoilern. Aber es geht halt irgendwie auch nochmal in eine ganz andere Richtung. Also auch hier gibt es wieder Plot-Twists und ich liebe Plot-Twists. Also ich habe dann echt immer das Gefühl, komplett nichts mehr zu wissen und das fühlt sich beim Lesen so mega gut an. Ich glaube tatsächlich, dass ich dieses Genre so gerne lese, weil ich ja ein sehr emotionaler Mensch bin. Da haben wir letztens auf Instagram auch drüber gesprochen. Falls ihr mir dann noch nicht folgt, schaut mal gerne vorbei. Und zwar habe ich euch erzählt, dass ich eigentlich beim Lesen überhaupt gar nicht weinen kann, was ich total traurig finde, aber ich kann halt einfach nicht weinen und trotzdem fühle ich mich immer emotionsgeladen. Das heißt, wenn ich jetzt Romance lese und es ist so eine sehr emotionale Szene, so eine Liebesgeschichte, dann fühle ich immer sehr viel mit. Und ich kann das halt nie rauslassen. Also ich kann halt, wie gesagt, nie weinen, deswegen werde ich diese Gefühle nie los und es fühlt sich immer so an, als würde sich das in mir aufstauen. Und meistens ist es sogar so, dass es mir dann irgendwann nicht mehr so gut geht, also beim Lesen, dass sie bei mir halt, obwohl es ja Romance ja was Schönes ist, es ist ja Liebe, fühle ich mich gefühlsmäßig überfordert damit. Und das ist ja auch eine so meiner Problematiken, weshalb ich halt auch ja in Behandlung noch bin, weil ich mit meinen Gefühlen manchmal so ein bisschen Probleme habe. Und es sich dann einfach zu viel anfühlt. Also es ist zu intensiv, zu krass, dass ich es nicht mehr aushalten kann. Ich glaube, das kann man halt einem Menschen wahrscheinlich kaum erklären, der es nicht selbst erlebt. Auf jeden Fall habe ich bei Thrillern oder bei Krimis das Gefühl halt eben nicht, weil die nicht so emotional sind. Und man könnte jetzt meinen, dass die ja viel schlimmer sind, weil da Menschen sterben und so. Aber das ist halt eben nicht mein Problem. Also mein Problem ist gar nicht unbedingt, dass ich halt traurig bin, sondern mein Problem ist halt dieses Emotionale und halt ein Thriller ist halt meistens nicht so emotional formuliert und das überfordert mich nicht so. Ich weiß nicht, ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das verstehen könnt. Deswegen, ich glaube, das ist einer der Gründe, warum ich sehr gerne lese. Und dazu kommt, dass ich eine wahnsinnig schlechte Aufmerksamkeitsspanne habe. Ich kann mich sehr, sehr schlecht auf Dinge konzentrieren. Und wenn Bücher spannend sind, dann ist das Ganze halt einfacher, als wenn ich halt eben nicht weiß, also wenn ich halt immer weiß, was passiert. Und bei vielen Romance-Büchern weiß man ja schon, in welche Richtung es ungefähr geht. Was natürlich nicht heißt, dass ich die Bücher nicht mag. Ich lese es ja sehr gerne, aber das ist halt der Unterschied. Dann noch zwei Bücher. Ich glaube, ich zeige euch erst das, was ihr schon häufiger gesehen habt und dann zeige ich euch das, was ihr noch nicht so häufig bei mir gesehen habt. Und zwar eins, was ich übertrieben liebe, ist Auris. Das ist ja nach einer Idee von Sebastian Fitzek, aber geschrieben von Vincent Cliche. Und das ist eine Reihe, das wusste ich gar nicht. Also das ist jetzt hier der erste Teil, es gibt noch einen zweiten und dritten. Und in diesem ersten geht es, also eigentlich geht es in jedem Teil halt um das Gleiche. Es ist halt eine Geschichte, die halt weitererzählt wird. Aber ich erzähle euch jetzt mal, worum es im ersten Teil geht, um euch nicht zu spoilern. Und zwar um Matthias Hegel, der Auris genannt wird. Und er ist akustischer Profiler. Das heißt, die Stimme eines Täters genügt ihm, um ein genaues Täterprofil zu ermitteln. Und er ist halt da, also für diese Fähigkeit total berühmt. Und eines Tages gesteht er einen Mord. Und man wundert sich halt total, warum macht er sowas? Weil er ist halt, wie gesagt, berühmt. Er hilft eigentlich bei der Aufklärung. Und warum hat er selbst eine Frau ermordet? Und dann gibt es halt die junge True Crime Podcasterin Jula, die dem Ganzen auf die Spur kommen möchte. Also sie glaubt das auch nicht. Also sie glaubt, dass Matthias Hegel unschuldig ist. Und sie macht sich halt auf die Suche und versucht, die Wahrheit herauszufinden. Und auch hier kann ich euch sagen, nichts ist so, wie man denkt. Und auch hier waren halt, also am Ende ist ein krasser Cliffhanger, für den ich wirklich, oh, der war einfach so gemein. Und jetzt kommt am 1.3. der nächste Teil, also der dritte raus. Und ich hoffe, das ist das Finale. Einfach aus dem Grund, dass ich nicht nochmal ein Jahr warten möchte, bis ich die Auflösung weiß. Genau, und das fünfte Buch, das ich euch zeigen möchte, ist ein Buch, das ich vor ein paar Tagen mit meinem Freund als Verfilmung nochmal gesehen habe. Und zwar wurde das es wurde auf jeden Fall verfilmt, wollte ich sagen. Ich habe den Film auch schon mehrfach gesehen, also ich glaube jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal. Klar, die Filme kommen meistens nicht an das Buch dran, aber trotzdem hat mir der Film auch sehr gut gefallen. Aber ich fand es im Film irgendwie ein bisschen offensichtlicher als im Buch. Also ich hatte das Gefühl, dass die Täterin, ich sage jetzt natürlich nicht wer, was, wie,
im Film halt sichtbarer war als im Buch. Im Buch wurde ich länger, also im Buch war ich länger halt in diesem Hä-Augenblick drin. Aber es ist auch schon ein paar Jahre her, dass ich es gelesen habe. Und zwar, er beobachtet das Leben wildfremder Frauen, identifiziert sich mit ihnen und will alles von ihnen wissen, als Beobachter. Auf der Flucht vor seinem eigenen Dasein, das aus Misserfolgen und Ablehnungen besteht. Nur aus der Ferne, aber voller Hingabe, liebt er die schöne Gillian Welch. Also das ist halt seine Nachbarin. Nimmt innigst Anteil an ihrem perfekten Leben mit dem gutaussehenden Ehemann und der reizenden Tochter. Bis er zu seinem Entsetzen erkennt, dass er auf eine Fassade hereingefallen ist. Dass im Leben dieser Frau nichts so ist, wie es zu sein scheint. Gleichzeitig schreckt eine Mordserie die Menschen in London auf. Die Opfer, alleinstehende Frauen. Auf eine rachsüchtige, sadistische Weise umgebracht. Die Polizei sucht einen Psychopathen. Einen Mann, der Frauen hasst. Und ich habe es richtig gefeiert. Also wie gesagt, ich habe es mit 15, glaube ich, gelesen und ich fand es richtig, richtig spannend. Also ich würde es heute immer noch genauso spannend finden. Ja, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ich finde, Charlotte Ling schreibt ganz toll. Also ich habe bis jetzt nur 2 Bücher von ihr gelesen. Im Tal des Fuchses und das hier. Und ich fand beide richtig gut. Und eins ist noch auf meinem Sub. Und zwar Die Suche werde ich auch bald noch lesen. Finde ich ganz toll. Falls ihr noch ein Buch von ihr empfehlen könnt, schreibt es mal in die Kommentare. Ich habe ansonsten, glaube ich, noch so 2, 3 Filme von ihr gesehen, weil ja auch viele Bücher von ihr verfilmt wurden. Und wie gesagt, die Filme halten ja meistens nicht mit dem Buch mit, aber auch die haben mir gut gefallen und sind manchmal ein bisschen besser als jetzt ein einfacher Tatort. Weil ich gucke zwar auch manchmal gern Tatort, aber ich finde den Tatort, der ist halt oft schon schwach. Also ich habe sehr viele schlechte Tatorte schon gesehen. Ist immer hin und wieder mal ein guter dabei, aber ich habe auch viele schlechte gesehen. Und Charlotte Link hat mich bis jetzt noch nicht enttäuscht. Schreibt mir, wie gesagt, euer Lieblings-Thriller in die Kommentare. Ich bin super gespannt und möchte mir das gerne mal ansehen und würde mich total freuen. Bitte, ganz wichtig, ich lese also prinzipiell, glaube ich, lieber Thriller als Krimis. Und ich lese kein Horror. Ich habe nämlich das Gefühl, dass viele Leute das verwechseln und es in einen Topf werfen. Also um es nochmal ganz kurz zu erklären, Thriller sind Bücher, in denen halt das Leben der Menschen mehr im Fokus steht und Krimis sind die, wo der Ermittler im Fokus steht, also wo halt aus der Sicht von einem Kommissar quasi erklärt wird. Deswegen ist beispielsweise der Tatort auch meistens ein Krimi und ein Thriller ist halt eben aus der Sicht von dem Opfer oder der Familie des Opfers oder sowas. Oder ja, man nimmt halt mehr an deren Leben teil und die Ermittlungen sind halt nur sekundär. Ich hoffe, so habe ich es richtig erklärt. Und bei einem Horror ist halt irgendwie noch so ein bisschen mehr mit Fantasy, also mit Monstern oder sowas und das mag ich gar nicht. Also ich bin ja, ich brauche das halt schon irgendwie noch realistisch. Genau, also falls ihr mir da was empfehlen könnt, schreibt es einfach in die Kommentare. Krimis gehen auch. Ich mag Thriller lieber, aber Krimis gehen auch. Nur bitte kein Horror. Also da habe ich mich bis jetzt. Ich habe mich an Stephen King, an S mal als Film versucht, aber damit wurde ich leider nicht warm. Ich werde von ihm noch Das Institut lesen, weil ich gehört habe, dass Das Institut am ehesten an einen Thriller rankommt und selbst kein Horror ist. Und das versuche ich dann mal, weil wie gesagt, Horror ist nicht so meins. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch eine wunderschöne Zeit. Tschüss!